Was macht eigentlich der grüne Fresser? Du meinst auch nicht etwa Olli? Doch, genau den. Oh, hoppala! Nee, das tut mir jetzt also wirklich leid, Schwiegfuss. Ich wollte euch fragen, ob ihr... Was? Du bist ja ganz allein, Karl Gustav. Tja, ist auch mal ganz schön, oder? Ja, aber ich wollte euch eigentlich alle drei fragen, ob ihr nicht Lust hättet, so ein bisschen bei mir Wahlkampf zu machen mit Musik und all sowas. Tja. Aber, du hast doch allein sicher auch eine tolle Stimme, oder? Na klar habe ich die. Ja, sag mal, hast du Lust? Tja, also einerseits, ja. Aber andererseits... Ja, genau, du bist mein Mann. Ja. Einerseits für mich, für Poldi Grün. Andererseits gegen die anderen, gegen meine Feinde. Los geht's. Okay. Feinde? Habe ich recht gehört? Feinde? Wo gibt's denn sowas im Wahlkampf? Feinde? Oh, weißt du, meine Feinde, die fressen ja am besten gleich alle auf. Das tust du nicht, Poldi. Ja? Denn du hast keine Feinde. Nein? Mhm. Und was ist mit Nepi und Elvis und den Zwillis und wie die ganzen Verbrecher heißen? Verbrecher! Ja, Verbrecher! Poldi! Ja? Das sind deine Gegner, deine politischen Gegner und Gegner, die frisst man nicht. Die haben doch alle den Schuss nicht mehr gehört. Meinst du? Na, dann warte mal auf Elvis.